Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für ein zweites Mal zuhören. 2008 hat ein Skandal zu großen Schlagzeilen geführt. Lobbyisten von Verbänden und Konzernen waren über Jahre hinweg an der Ausarbeitung von Gesetzen in Bundesministerien beteiligt. Dabei zahlte der Steuerzahler sogar noch drauf, wie ein interner Bericht des Bundesrechnungshofs an den Haushaltsausschuss des Bundestags feststellte. Zwischenzeitlich sollen über 100 sogenannte Externe im Bundesministerium gearbeitet haben. Der Bericht zeigte damals Wirkung, die Praxis, Mitarbeiter aus der Wirtschaft ganz offen und auch noch aus Steuergeldern zu bezahlen und an den Gesetzen Mitarbeitern zu belassen, ist mittlerweile eingeschränkt worden. Es gibt mittlerweile sogar einen Rundgang an die Orte, wo die Politiker sich mit den Lobbyisten treffen. All das zeigt die Notwendigkeit für ein Lobbyistenregister. Ich freue mich, dass wir auf Vorlage der Grünen heute über ein Thema sprechen, was wir bereits auf der konstituierenden Sitzung angesprochen haben, nämlich die Aufgabe und die Frage, was ist eigentlich die Rolle des Abgeordneten in diesem Haus? Wir als Piratenfraktion sind noch dabei, da reinzuwachsen, aber auch wir haben schon Ideen und Impulse, denen Sie hoffentlich auch zustimmen können. Das Mandat in diesem Haus ist viel mehr als ein Privileg, eine Pflicht, eine Bürde. Zu dieser Bürde gehört vor allem aber auch die Rechenschaft gegenüber den Bürgern. Dies ist nicht nur ein Heft, was am Ende der Wahlperiode veröffentlicht wird. Transparenz ist nichts, was im Nachhinein passiert, sondern auch im laufenden Verfahren. Da hätte ich mir gewünscht, dass die anderen Fraktionen auch klatschen, aber trotzdem danke. Eine Pflicht des Mandates ist es, eine transparente Darlegung von Kontakten mit Inhaltsvermittlern, Interessenvertretern, mit eben Lobbyisten zu verfolgen. Nicht dieses Hauses, sondern die Bürger. Daraus folgt die Bürger auch das Recht, ungeschönt zu erfahren, wie Gesetze entstanden sind und welche Interessensvertreter dabei an welcher Stelle beteiligt wurden. Deshalb muss konsequent dieser Rechenschaftspflicht nachgekommen werden. Ein Lobbyregister ist die konsequente Umsetzung dessen. Danke an dieser Stelle für die Vorlage der Fraktion der Grünen und noch zwei Sätze, warum wir einen Änderungsantrag dazu eingebracht haben. Die Begründung des Ursprungsantrags kann seitens der Fraktion der Piraten grundsätzlich zugestimmt werden. Wir halten es jedoch für erforderlich, Schwerpunkte des einzureichenden Registers im Antragstext festzulegen. Die Einrichtung eines verpflichtenden Lobbyregisters ist für uns nicht nur ein Bekenntnis, sondern ein Erfordernis. Die Ergänzung der verpflichtenden Registrierung von Kirchen und religiösen Gemeinschaften gegenüber dem Lobbyregister der Europäischen Union halten wir aufgrund der Trennung von Staat und Kirche für wichtig. Die Klarstellung, dass Bürgerinnen und Bürger, die in eigenen Anliegen sich an die Landesregierung und an das Abgeordnetenhaus wenden, von der Verpflichtung ausgeschlossen sind, ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Ein Punkt ist noch die Schaffung einer Datenbank statt eines Registers. Dies ist kostengünstiger und weniger aufwendig als die Pflege eines Lobbyregisters. Ich fasse zusammen, mit Erstellung dieses Registers, was übrigens auch in anderen Bundesländern wie Brandenburg bereits intensiv diskutiert wird, schaffen wir eine gute Grundlage, um unseren ureigenen Pflichten, nämlich der transparenten Darstellung unserer Arbeit in diesem Hause, gegenüber den Bürgern ein gutes Stück näher zu kommen. Lassen Sie uns daher diesen Schritt gemeinsam gehen.